Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying von Spanien. Barcelona. Immer noch in Barcelona. Spannende Strecke, rutschige Strecke. Schauen wir mal, was die Trainingszeiten bringen, wo? Viel Zeit haben wir nicht. Jetzt müssen wir nur die richtige Zeit erwischen. Ja, könnte man so nennen. Oh. Schreibt Jeffrey wieder mit seinen schlauen Tipps hier mit der Gewichtsverteilung. Seid ihr schon draußen? Nein. Draußen. Ich weiß nicht, wann ich rausfahren soll. Eigentlich so früh wie möglich. Habe ich bis jetzt noch nie Verkehr gehabt. Komm dann. Dann sage ich ab. Ja, okay, im Qualifying schon Kampflinie vorne und zeigen, wer hier Sachen hat. Oh, oh mein Gott, ich hätte mich abgedreht. Oh. Will unbedingt vor dem. Egal was es kostet. Oh, schieb mich ruhig von hinten an, ist kein Problem. Jetzt kommen die auf dem letzten Stück auch noch Verkehr, ich glaub's nicht. Bäm! Alter! Sehr gut. Wie hab ich denn das gemacht? Ist bisschen am Auto geschraubt. Ne? Ich bin so verblüfft, dass ich hier gleich mal die nächste Runde wegschmeißen kann. Alter.
Perez ist momentan Dritter. Ich glaube, da kommen noch ein paar Zeiten. Na komm. Bis jetzt liegt unsere beste Runde Oh, bei der Minute 23,9. Alter, selbst. Das wird immer eine Oh, richtig jetzt sieht sie heiße schon Kiste da gut. vorne. Hä? Das wird immer eine richtig heiße Kiste. Alles fertig. War dann die aber Zeiten auf der Strecke, Junge. Ich fahre doch bloß mit Williams, wisst ihr das denn nicht? Da kam das jetzt vorbei. Wo ist denn Hamilton? Ist er noch gerade? Ah, da ist Hamilton. Er enttäuscht mich gerade ein bisschen. Denke dran, letzte Runde. Ja, da geht es dann nochmal richtig ab. Da lassen sie dann nochmal richtig entzwitschern. Oh, ich traue mich immer so wenig in die Kurven, so voll auf Risiko zu gehen, ey. Die verzeihen dir das einfach so schlecht. Scheint eine weibliche Strecke zu sein. Ah, fahren jetzt alle raus oder was? Ja, freilich. Irgendwann dann ist warten. Es. Ich bin nur noch P5. Ja, Bottas ist dazwischen gekommen. Oh. Alter. Was ist denn da jetzt los? Ah.
Das sind teilweise bloß so eine Kleinigkeiten, die dir so viel Zeit wegnehmen. Verkackt. Sektor 1. Hä? Sektor 1 ist es bei dir. Bei Sektor 1, da traue ich mich teilweise zu wenig in die Kurve. Links-Rechts-Schikane, die den Berg hinten wieder hochgeht, dann. Da traue ich mich immer zu wenig über den Körper. Ah, von Hamilton, von Vettel werden noch ein paar Zeiten kommen. Oh ja, Bottas. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? Oh, Sepp, Alter. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,23. Nein, jetzt verkackt es eine letzte Runde. Oh, der erste Sektor ist echt. Ja, scheiße, Mann. Ach, Zuschauermodus. Verkacke ich es in der letzten Runde. Ach, du warst schon. Du warst verletzt auf der Strecke. Da, da bist du. Der Hamilton kommt noch vor. Vettel, Hamilton, Bottas. Mitten im Verkehr bin ich drin. Für morgen. Alter. Kacke, wir starten schon wieder nebeneinander. War das nicht Russland genau die gleiche Startaufstellung? Oder waren wir da 6-7? Ja, da waren wir ein bisschen weiter vorne. Ja? Alter, Alter, Alter. Glaube ich mal. Rennleitung, Vorfälle, Big Boss, Strecke. Oh, was? Das habe ich gar nicht gesehen. Direkt mal 5 Plätze nach hinten, würde ich sagen. Streckenbegrenzung überschritten, deswegen macht er auch nur diese schnellen Runden. Ja, genau. Achso. So viel schneller ist er auch nicht. Nee. Die Prozente. Na, das wären die Streckenüberschreitungen, das sind. Ja. Das ist aber Runde 2. Na, siehst du? Nach der Aufgabenrunde. Gut. Gibt es also auch noch. Dann schauen wir mal morgen ins Rennen. Oh ja. Was wir aus diesen Platzierungen machen können. Wenn man so zurückdenkt ans letzte Rennen, könnte das sehr interessant werden. Oh ja. Ja. Also ich bin heiß, ich freue mich. Ich auch. Und sag dann mal Gerne. Die ersten 3 Runden werden wieder die Hölle. Ja. Also dann, bis morgen. Tschüss, zum großen Preis von Spanien.